Dieses Mal übernehme ich wieder einen FIFA 23 Account eines Abonnenten für 30 Stunden. Das heißt, ein Tag und 6 Stunden. Laberst du? Also wieder eine kleine Steigerung zum letzten Video, wo wir 24 Stunden hatten. Ich würde sagen, die 1600 Likes habt ihr auf dem letzten Video geknackt. Sehr, sehr geil. Danke für den Support. Wir machen eine kleine Challenge. Wir machen dieses Mal 1700 Likes und dann kommt die nächste Ich übernehme Folge. Wenn ihr wollt, dass ich euren Account übernehme, dann folgt mir auf Instagram, schreibt mir dort eine DM, schickt mir euer Team dort einfach oder so und fragt, ob ich euren Account übernehmen darf. Entweder habt ihr Glück oder nicht. Ich würde sagen, genug geschnackt, Leute. Da abonnieren, liken, nicht vergessen, kommentieren. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Please pre-win. Okay, ich bin so gespannt. Ich bin sehr gespannt, was dieser Account für uns parat hat. Wir werden wieder die Weekend League spielen, werden wieder SBCs machen, werden wieder Points bzw. Points aufladen und schauen, was wir so an SBCs machen können, wie wir das Team verbessern können. Ich bin sehr gespannt, wie verbesserbar das Team überhaupt ist. Ich weiß gar nicht, was hier so drauf ist. Wir schauen mal rein. 2000 Münzen. Hat er uns wenigstens ein cooles Pack dagelassen? Oh, wir haben direkt einen Pick. Zum Einstand oder was? Zum Einstand ein 4 von 7. Was? Zum was? Sprachen lernen, Bubble. Ein von 487 plus seltene Goldspieler-Pack. Direkt zum Start. Wir wissen gar nicht, wie das Team aussieht oder so. Wir gehen direkt in den Pick. Wow, wow, wow. Ich bin gespannt. Let's go. Wir gehen rein. 87 plus Pick. Direkt zum Start. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay. Okay. Alexander Alex. Ohne Sinn. Nächster wird besser. 90 Physis. Aha. Okay, Fantasy Foot Skriniar, Skriniar. Ich weiß ja nicht, was hier. Mann, wir hätten vielleicht das Team vorher angucken müssen, weil jetzt weiß ich gar nicht, was wir mitnehmen müssen. Dritte Karte. Oh Mann, Hummels. Ja, ist alles okay, aber nicht gut. Letzter. Oh, oh, das ist eine Brecherkarte. Oh, Diego Carlos Footies. Bereits in Besitz? Wir wurden hochgenommen. Nein, ich dachte, wir holen hier direkt den Diego Carlos an Land. Was machen wir? Ah, ich würde sagen, ich muss jetzt auch einen Spieler wählen, ne? Ja, dann nehmen wir, glaube ich, Skriniar. Oder? Hummels? Oder Skriniar? Oh, ich glaube, ich nehme Skriniar. Ich glaube, oder? Ah, ich weiß nicht. Wir nehmen mit. Man kann mit beiden machen. Was machen? Ich glaube, wir gehen mit Italienisch. Wir gehen mit Italienisch. Ihr sucht nach den günstigsten und sichersten FIFA-Coins, dann checkt MMOXP ab. Hier kriegt ihr die günstigsten und auch sichersten FIFA-Coins. Mit dem Code Jenk spart ihr dazu noch 5%. Also gönnt euch. Erster Link in der Beschreibung. Oh mein Gott, 25x84 plus hat er auch noch. Was geht hier ab? Aber das öffnen wir noch nicht. Wir gucken jetzt erstmal durch den Verein. Bro, der Mann hat uns sogar Sachen vorbereitet, glaube ich. Hä? Crazy. Richtiger Ehrenmann. Einmal Ehrenmann in die Kommentare für ihn. Wir haben hier ein paar Ziele. Oh, der Lemar schmeckt, ne? Aber der dauert lange. Den können wir nicht abschießen. Der dauert viel zu lange. Habe ich hier noch irgendwas? Oh mein Gott. Wir brauchen nur ein paar XP. Wie viel fehlt uns? Oh, Kent, auch Macherkarte. 25x84. Achso, nee, ist schon ab. Achso. Oh, bin ich dumm, ist schon abgerufen. Wow. Das ist das Pack, das gerade im Shop ist. Hier nichts mehr. Meilensteine wahrscheinlich auch nichts mehr. Koop-Beherrschung. Ja, naja, ist Quatsch-Pack. Braucht man nicht. Auch Quatsch. Ja, okay. Okay, okay, okay. Er ist Division 7. Also scheinbar hält mir hier wieder dem Richtigen. Er hat nicht mal genug Quali-Punkte. Ich muss gleich erstmal Rivals zocken, oder wie sieht's hier aus? Lol, hä? Ich muss gleich erstmal... Wie viel kriegt man? Ich brauche 400 Punkte. 400 Punkte. Okay, lass uns belasten. Rivals zocken ist immer sehr belastend. Aber wir gehen erstmal weiter. Drafts hat er auch nichts mehr offen. Und dann gucken wir mal rein in seine Bestenliste. Was hast du hier? Freunde, ewig, Transfererlös. Ja, okay. Das ist 270.000. Ich bin sehr gespannt auf seinen Verein. 270.000 ist halt nix. Ist wirklich gar nichts. Der Mann hier hat einfach Minus. Maxim, Junge, was machst du da? Wie Minus? Aber scheinbar sind das hier drei beste Freunde oder so. Der Mann hier hat gar keinen Bock auf die. FC Lutsch. Nice. Klassiker. Klassischer Move eines Türken. Ich sehe schon wieder die Hate-Welle. Jungs, wäre auch halb Türke. Passt. Passt doch. Passt doch. Ja, okay, sind hier scheinbar drei beste Freunde. Witzig. Please free win. Winner mit minus 120.000 hat's Wert. Weiß ich nicht, Bro. Weiß ich echt nicht, Bro. Aber okay, wir gucken uns dein Team an. Ich bin sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall wieder eine lustige Aufnahme hier, finde ich. Wir gucken erst mal, was er an SBCs gemacht hat. Sehr wichtig zu wissen. Okay, er hat hier schon mal so ein Zambotter, ein Euse angefangen. Boris angefangen. Der Mann hat hier einfach Sachen begonnen und sie nie beendet. Und sonst war Peter Cech. Oh, sehr geil. Und 90 plus Icon-Spieler war. Das heißt, er hat auf jeden Fall eine Icon wahrscheinlich im Team. Und Peter Cech. Alright, wir gucken uns sein Team an in 3, 2, 1. Let's go. Zeig her. Oh. Oh. Hä? Das Team ist stark. Das Team. Wie soll ich das Team verbessern? Das Team ist full stark. Okay. Also Ricken muss
raus. Klar. Lahm kann raus. Ricken kann raus. Torres kann raus. Die drei Spieler sind meine Ziele. Das heißt, wir holen uns... Oh, das wird schwer, das Team zu verbessern. Das wird sehr, sehr schwer. Also wir holen gleich Davis links. ZOM auch irgendwas Cooles aus der Bundesliga. Ich guck mal, was da auch an SBCs gibt. Vielleicht gibt's da irgendwas. Brauchen auch vielleicht Spanische Liga nochmal für Leber. Englische Liga für Kyle Walker. Also wir können theoretisch von jeder Liga nochmal einen Spieler reinklatschen. Also ich sehe mich bei links mit Davis, im Sturm mit irgendeinem Premier League Striker und im ZOM irgendwie mit einer Bundesliga-Karte. Bei Ricken ist wirklich Quatsch. Also die drei sind auf jeden Fall verbesserbar. Leber würde ich nicht raus. Martial sehr stark. Lloris stark. Neuer stark. Innenverteidigung stark. Carvajal neue Karte, die sehr strong ist. Walker kann man auch mit leben. Bank sieht auch super aus. Also ich würde echt sagen, wir konzentrieren uns auf Lahm, Torres und Ricken. Ja, okay, das heißt, diesen Skriniar, den ich ihm gerade gezogen habe, den kann er nicht mal gebrauchen. Wir gucken uns das Heck hier an. 25x84 plus, vielleicht kriegen wir da schon mal die erste Karte, die wir verbessern können. 3, 2, 1, let's go, Brudi. Bitte, Packluck. Ah, wer ist das? Deutschland. Ah, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ah, wird sogar passen, aber er ist zu schwach fürs Team leider. Hummels, 90er. Vielleicht dahinter irgendwas. Dahinter irgendwas wäre cool, aber es ist auch eh alles SBC-Futter. Viele Special Cards. Viele Special Cards wird alles in SBCs landen. Sag ich jetzt schon, es wird alles in SBCs landen. Was ist das für ein Pack, Bro? Was ist das für ein Pack, Bro? Wie viele Special Cards? Hier nochmal ein Barnes. Ein Marquez. What? Alright. Sehr cool. Ich dachte, hier kommt nicht mehr viel. Vielleicht nochmal so ein, zwei Special Cards. Aber guck mal, die alle hier. Die werden wir jetzt alle abgeben hier. Wir packen das in den Verein. Iker Bravo, Schick, Varane, Toprak, Angelino, Skriniar, Benteke. Alle kommen jetzt in eine SBC. Also, die ersten Duplikate werden hier abgegeben. Zack. Und das Gute ist, wir holen uns jetzt die Duplikate ab und können damit die nächste SBC nochmal abschießen. Und dann haben wir einen 85x10 nochmal. Sehr wichtig. Hier, guck, alle werden zurückgeholt. Sehr, sehr geil. Wir brauchen nicht mal diese ganzen Special Cards abgeben, weil wir nur ein 84er-Team benötigen. Let's go! Wir geben das Gold-Team ab und gehen in das 85x10 Upgrade. Ich bin gespannt, was wir hier draus ziehen werden. 85x10, ich bin sehr gespannt. Alle Spieler mit 85 oder höher. Bitte! Ah. Okay, aber die erste Karte sagt eigentlich nicht viel aus. Fofana als Road to the Finals Karte, nicht mehr die coolste, nicht mehr die beste, nicht mehr die spielbarste Karte, aber nehmen wir mit. Dahinter, komm, irgendwas. Oh, schwaches Pack, sehr schwaches Pack. Es ist einfach wieder Futter. Es ist okay, aber es ist nicht krass. Nicht krass. Also Leute, so sieht das Team jetzt gerade aus. Und das versuche ich ihm zu bauen. Dafür brauchen wir Davis Team of the Season, müssen Futti Sancho kaufen, Benzema Team of the Year und Reus kaufen. Es wird also teuer und nicht ganz so möglich. Also ich versuche es auf jeden Fall hinzukriegen. Wir werden auf jeden Fall Davis holen, das ist klar. Wir werden auf jeden Fall Sancho holen, das ist klar. Wir werden auf jeden Fall auch Benzema holen, das ist klar. Reus wird schwierig, der kostet 500.000 Münzen, aber ich gebe mein Bestes. Notfalls muss ich da mir eine günstigere Alternative aus der Bundesliga einfallen lassen, aber so soll es ungefähr aussehen. Und klar, die Chemie ist jetzt gerade nicht voll, weil alle nicht auf der richtigen Position sind. Aber am Ende hat das Team mit Manager 31 Chemie und ich finde, das wäre auf jeden Fall schon mal ein dickes Upgrade. Theoretisch könnte man auch, um Coin zu sparen, diesen Cole abschließen, da sehe ich gerade. Der wäre vielleicht auch gar nicht mal schlecht. Mit dem müssten wir safe keine Coins ausgeben, weil wir genug Futter haben. Den packe ich mir auf jeden Fall mal auf die Favoritenliste. Genau. Genauso wie ein Cahill oder eine Son SBC. Son packe ich mir auch mal auf die Liste. Also es sind auf jeden Fall ein paar SBC-Karten dabei, die mich sogar überzeugen. Eigentlich sind es nur Son und er. Eigentlich sind es nur die zwei, Son und Cole. Ich überlege mir das mal auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall mal gucken. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal aufladen, damit wir schon mal die ersten Spieler holen können. So Leute, mittlerweile habe ich die Weekend League fertig gespielt. 11 Wins haben wir geholt, wie immer. Es gab leider ein paar Probleme mit dem Coins aufladen, weil der junge Herr seinen Transfermarkt in der Web-App nicht freigeschaltet hat. Das ist ein Riesenproblem. Ich kann dadurch das Team nicht so verbessern, wie ich es eigentlich tun wollte. Wir müssen jetzt versuchen, dass wir coole Rewards ziehen und eventuell 1, 2, 3 SBCs abschießen, dass wir das Team auf jeden Fall verbessern können. Ist natürlich ein bisschen kritisch ohne Aufladen. Deswegen, ich hoffe irgendwie, der Transfermarkt ist jetzt noch in den nächsten paar Minuten frei. Ansonsten war es das. Ich warte hier übrigens schon fast einen Tag, dass der Transfermarkt frei ist. Ne? Nicht, dass ihr denkt, ich warte nur eine halbe Stunde oder so. Ich warte seit gestern Abend. Jetzt ist heute Mittag. Also,
Ja, aber egal, wir gehen erstmal in die Rewards. Es hat sich nicht großartig was am Team verändert, eigentlich nichts. Wir haben auf jeden Fall wieder zwei Picks. Da kriegen wir safe irgendwelche coolen Special Cards, die Futter sind. Dann haben wir zwei Red Picks, auf die müssen wir halt bauen. Irgendwie was Cooles daraus mal ziehen, das irgendwie uns hilft. Und halt die normalen Packs, 30.000 Münzen. Also wir können uns Davis Tots schon mal holen, weil Lahm war wirklich Katastrophe, aber dazu gleich mehr. Wir gehen erstmal in die Rewards rein, schauen mal, was wir hier so ziehen. Ich würde sagen, wie immer, wir hauen erstmal die zwei 84 Plus Picks weg. Ja, hier Special Card Nummer 1, leider ein Duplikat. Und ja, das war's komplett. Aber nehmen wir mit, 84er, 85er und haben jetzt halt wieder diese Red Picks, ne? Ich bin sehr gespannt, was die können. Gehen also mal in den ersten Red Pick rein. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, was die können. Ich habe wieder eine Woche lang keine Red Picks aufgemacht. Oh, ja, das sieht gut aus. Ich würde sagen, das sieht gut aus nach einer guten Innenverteidigerkarte. Oh, Casemiro. Ja, nee. Weiß ich nicht. Wir haben da Juri, also Casemiro kommt da nicht an. Aber 94er wäre gutes Futter, theoretisch. Gehen dann mal direkt zu Nummer 2. 87 fürs 94 Dribbling hört sich vielversprechend an. Aber ist, glaube ich, gar nicht mehr so gut, wie es eigentlich sein sollte. Adeyemi, der kann aber auch nur ZM könnte. Der würde sogar reinpassen. Auf jeden Fall schon mal ein Upgrade zu Ricken. Also das würde schon mal passen, theoretisch. Aber wir wollen natürlich noch mehr, noch bessere Spieler. Letzter. Oh. Ja, die Karte sieht krass aus, oder? Ah, Giroud. Ich glaube, wir gehen hier sogar für Adeyemi, falls wir ihn irgendwie einbauen müssen. Casemiro und Giroud haben beides höhere Rating. Adeyemi, ja, 40.000, 35.000 Münzen, nicht mehr so viel, aber immer noch besser als Ricken. Safe. Komm, wir versuchen es mit der Nase. Zweiter Red Pick. Ich bin gespannt. Mann, ja, sieht nicht so gut aus. Gabri Veiga, komplett scheiße. Nummer 2, ja, komplett Müll, Trippier. Und Nummer 3. Okay. Nochmal Adeyemi. Also das waren ganz schlechte Picks. Trippier und Adeyemi leider sehr, sehr, sehr schlecht. Aber ich kann euch beruhigen, wir haben gleich noch ein paar 10er, also auf jeden Fall ein 10er 85 Plus Pack und wir haben safe noch ein paar Aufgaben abgeschlossen, während ich hier die Weekend League gespielt habe. Das heißt, wir werden bestimmt noch einige coole Karten ziehen. Gehen wir in die Ziele rein. 32 Ziele, davon sind aber auch viele so diese kleinen Ziele hier. Strittenzieher, hier Paul Scholes noch fast abgeschlossen. Es lädt hier aber auch nichts. Hallo, EA. Alter. Wow, ich gehe hier direkt wieder raus. Was war das denn? Es ging nichts gerade. Komm, nochmal. Neuer Versuch. Ziele? Oh mein Gott. EA hat Stress. EA hat so Stress in den Zielen. Oh mein Gott. Spiel ohne Witz. So, jetzt geht's. Ich habe Spiel neu gestartet. Future Stars Kvaratskhelia. 90er Rating. Cool. Nehmen wir schon mal mit. Futter. Alles sowas ist Futter. Das ist sehr, sehr wichtig. Nehmen wir mit. Ah, hier Oliver Antmann haben wir auch abgeschlossen. Auch Futter. Sehr cool. Das ist ein Premium-Futti sogar. Okay. Das heißt, man könnte den theoretisch 99 Dribbling? Bro! Der ist 2 Wochen jünger als ich. Der hat so eine Karte mit 99 Dribbling. Okay, aber ich glaube, der wird trotzdem eher Futter sein. Auch wenn der Premium-Futti ist und gar nicht mal so schlechte Stats hat. Wochenaufgaben hier müssen wir nicht abholen. Das ist quatschig. Das sind auch nur schwache Packs. Hier nochmal ein 3x84 Plus nehmen wir mit. Ansonsten ist hier auch nichts. Hier von Champions. Oh, Buchanan. Und 85x10 Nummer 2. Wichtig. Wir haben viel Futter dann dadurch. Buchanan nehmen wir mit. Kann man vielleicht sogar irgendwie ins Team einbauen, weil Buchanan, der hat mir bei den Gegnern immer sehr gut gefallen. Der hat einfach, der hat mich auseinandergenommen. Ohne Witz. Deswegen, der gefällt mir schon sehr gut. Hier, das ist quatschig. Ja, auch quatschig. 82 plus. Auch quatschig. Okay, ich würde sagen, damit haben wir alles abgeholt. Wir haben, glaube ich, sogar noch die Quali. Packs von der Weekend League. Ja, wir gehen einfach mal rein. Hier Draft-Token kann man erstmal wegziehen, weil das ist Quatsch. Also, wir haben viele Packs. Hier so ein Goldspieler-Pack. Klein 2x85x10, 3x84 plus Prime-Pack, seltenes Gold-Pack, 50k-Pack, 125k-Pack. Also, wie immer, natürlich im Zeitraffer. Die schlechten Packs. Wir gehen mal rein. 50k-Pack. Aha. Auch schwach. Das ist krass. Alle Packs bisher sehr schwach. Also, es sind eh nicht die Packs, auf die wir bauen, aber trotzdem. Also, hätte mir auf jeden Fall mehr erwartet von den Packs. Wenigstens ein, zwei Special Cards. 125k-Pack, da muss eine Special Card drin sein. Ja. Und Fantasy? Helden sogar. Wie cool. Aber der ist schwach. Ah, Crouch, 89er. Da hätte man sogar was Cooles ziehen können. Aber leider wurden wir enttäuscht. Aber nehmen wir mit. Kostet der noch was? Ja, 20? Ja, safe. Nehmen wir mit. Hä? Hier. Stell den kurz auf den Markt. Wie viel kostet der denn jetzt wirklich? Ah, okay. Eher so 13.000. Machen wir ihn hier für 13,5 rauf. Packen den Rest in Verein. Den nehmen wir auch noch mit. Packen wir auch auf die Transferliste. Kostet 4,7. Hier, dann geht der direkt weg. Zack. Und den Rest diskarden wir. Das sind die Packs, auf die es ankommt. Also 3x84 plus kann man noch so auf chillig öffnen. Da wird wahrscheinlich nicht krasses kommen. Foot Geburtstag. Hoffentlich einfach hohes Rating. Ja, Zinchenko. 90er. Wichtig. Einfach hohes Rating. Dahinter vielleicht noch
einen Walkout oder so und dann bin ich zufrieden. Ja, okay, passt. 90er, 85er, 84er, bin ich komplett zufrieden mit. Es sind halt wirklich die beiden Packs jetzt. Ne, haben wir noch ein Forscher-Pack? Das wäre cool. Jo, geil, gehen wir rein. Ah, wird eh nichts kommen. Okay, das war's. 85 mal 10 Nummer 1. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Italien? El Sharabi, 89. Ah, dahinter muss was sein. Dahinter können ja auch Icons sein, Foot Fantasy Karten. Dahinter können auch Footies sein. Also das hat noch nichts zu sagen. Oh, 96er Klaus. Der ist gut, der ist gut, der kostet 300k, der kostet 300.000 Münzen, der ist sehr strong. Dann haben wir hier noch Icon Barnes, die ganzen Spieler hier hinten geben wir natürlich für den SBC ab, aber Klaus kommt safe ins Main Team, ist sogar ein Premium Footies, das heißt, er ist auf Full Chemie. Sehr geil, sehr, sehr geil, den fühle ich. Ja, hier wird es natürlich dann kritisch mit Militao, müssen wir eigentlich auch noch einen Ersatz finden, weil Klaus ist schon auf jeden Fall safe, viel geiler als Carvajal. Carvajal habe ich nicht gefühlt, Lahm habe ich nicht gefühlt. Walker war eigentlich okay, manchmal war ein bisschen zu klein. Ricken muss raus. Ja, der Rest war sogar gut. Ich würde sogar noch Neuer vielleicht raushauen. Also die drei auf jeden Fall. Philipp Lahm, Neuer und Ricken. Also die drei würde ich eventuell raushauen. Kolo Muani war krank. Lewandowski war gut. Martial war krass. Aber die vier hier, die haben mir, die zwei hier haben mir schon gefallen. Kolo Muani, Lever und wie gesagt, die drei müssen auf jeden Fall raus. Lahm, Neuer, Ricken. Ah, gucken wir gleich mal. Wir lassen es erstmal so stehen. Wir geben mal die anderen Spieler an irgendeine SBC ab, dass wir noch die loswerden, die Duplikate. Leute, ich bin gerade hier gerade ein bisschen am Basteln und mir fällt auf, dass wir schweren Herzens die Bundesliga auf jeden Fall raushauen müssen. Also wir werden Jorente abschließen, habe ich gerade beschlossen. Wir werden leider keinen Klaus einbauen können. Der passt leider nicht wegen Militao. Einfach allgemein, da ist kein französischer Spieler drin. Also französische Spieler schon, aber keine Ligue A-Spieler. Wir brauchen hier die Premier League Links. Ich habe jetzt einfach Zinchenko erstmal sporadisch reingehauen, falls wir da nichts Besseres mehr kriegen. Carvajal bleibt drin. Juri bleibt drin. Buchanan habe ich erstmal reingehauen. Die beiden gehen raus. Kolo Muani und Neuer, leider, wobei ich halt Kolo Muani echt stark fand. Aber so ist schon mal erstmal alles auf Fullcam. Und ich habe jetzt die Idee gehabt, wir werden tatsächlich dann wahrscheinlich einfach Heung-Min Son abschließen. Son ist eine super Card und ich habe den selber im Team auf meinem anderen Account. Und der war wirklich krank. Der kann ZOM leider nur LM und LF, aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Den anderen Stürmer weiß ich jetzt noch gar nicht. Aber wir werden, glaube ich, erstmal Jorente abschließen, weil der passt sowieso rein. Dann haben wir hier zwei Sechser mit Juri und Jorente, die sind super stark. Theoretisch kannst du Martial auch noch als dritten Sechser benutzen und 4-3-1-2 spielen dann einfach mit Buchanan, Son und dem dritten Stürmer. Halt eben, da ist er dann sehr, sehr free, also kann er viel machen. Zinchenko ist auch nicht schlecht, den kann man auf jeden Fall erstmal drin lassen, falls es dann irgendwie mit den Coins knapp werden sollte oder so, hat er den auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir schließen jetzt erstmal Jorente ab. Kleine Planänderung, wir geben doch erstmal die Sachen für Cahill ab, weil Cahill ist ein geiler Stürmer aus der Premier League, das heißt, er linkt erstmal alles aus der Premier League und dann haben wir damit einen fetten Stoßstürmer und das ist auf jeden Fall schon mal nice. Wir können uns jetzt unsere Duplikate wiederholen, sehr, sehr nice, haben wieder ein bisschen mehr Futter. Cahill ist super. So, haben wir nochmal einen 85x10, öffnen wir auch gleich. Sehr geil. Okay, das Ganze kriegt langsam roten Faden. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ah, die Hoffnung liegt auf diesem Pack. Wir müssen hier noch ein paar gute High-Rated-Spieler ziehen. Eigentlich wäre es cool, wenn wir hier noch einen Spieler ziehen, der auch wirklich ins Team passt. Oh, 93er Bernardo Silva. Ey, der wird sogar reinpassen. Ich frage mich nur, ob der gut genug ist. Wir nehmen den auf jeden Fall erstmal mit. Der ist schon mal strong. Sehr geil. Wir gucken, was dahinter ist. Hoffentlich dahinter noch eine coole Footies-Karte oder so. Xavi Simons. Brudi, was geht hier ab? 200.000 Münzen auch nochmal. Und das, wo ich gerade sage, wir bauen hier keine Bundesliga mehr rein. Okay, vielleicht kann man doch nochmal schauen, ob man da irgendwas reinbauen kann. Bernardo Silva ist ein Premium. Ah, ist ein Premium-Footies. Man könnte ihn sogar benutzen für Martial. Man könnte ihn auf der 6 benutzen. Man kann ihn auch als Flügel benutzen. Geil. Okay, das ist sehr geil. Bernardo Silva, Simons, das war ein wichtiges Pack. Duplikate lassen wir jetzt erstmal beiseite und schauen nochmal ins Team rein. Boah, mit Kolo Muani sogar plus 2. Oh, das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Wenn, ich glaube, Kolo Muani, wenn wir jetzt Cahill reinstellen noch, dann ist er der Einzige, der nicht auf Fullcam ist. Und das können wir safe mit dem Manager ausbaden, oder? Komm, wo ist hier Cahill, dass wir den kurz reinstellen können und gucken können? Da. Oh mein Gott, das könnte es sein. Das Team könnte es sein. Hier, wir gucken mal, Manager, Franzose am besten. Haben wir einen Franzosen? Wie? Kein französischen Manager. Aber perfekt. Dann packen wir kurz Lampard rein und machen mal mit Bundesliga, ob das schon reicht. Da bin ich jetzt gespannt. Reicht das schon oder nicht? Ich glaube, das wird reichen, oder? Na, wir brauchen auf jeden Fall einen französischen Manager. Ich muss mal kurz einen holen. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Bitte, Bro, gib ihm Fullcam. Das wäre so wichtig. Ah, nee, leider nicht. Es reicht nicht mal mit einem französischen Manager der Bundesliga. Aber egal, 2 Chemie geht voll klar. 32 von 33 geht voll fit.
Und das Team sieht schon brutal aus. Ich sag ehrlich, dann sind die einzigen Schwachstellen höchstens Zinchenko und Walker. Und die können wir vielleicht auch noch irgendwie rauskriegen. Und das ist eine Bank, ne? Du wächst dann Buchanan ein, eine Lewandowski, ein Martial auf die 6 nochmal. Wow! Okay, warte, das macht keinen Sinn. Aber wir könnten theoretisch einfach Martial, weil er ein höheres Rating hat, hier hinklatschen. Und Martial ist, glaube ich, auch ein Ticken besser als Juri. Aber das muss man für sich selber entscheiden. Das kann er für sich selber entscheiden. Er kann da beide hinstellen. Beide sind französisch Premier League Sechser. Llorente eher auf der 6, Simons rechts, Son links und die beiden Stoßstürmer. Wow, okay. Wir schließen die SBCs jetzt alle ab und let's go. Binder. Ich hoffe einfach, das Futter wird ausreichen, aber es müsste eigentlich ausreichen. Hier brauchen wir nur ein 87er-Team. Priorität ist auf jeden Fall danach Son abschließen, nicht Llorente, weil Llorente, da kann man auch irgendwie den Tots oder so im Notfall kaufen. Son ist danach die Priorität. Wir geben jetzt erstmal wieder ein paar Karten ab. Wir können theoretisch auch noch so einen Ruben Neves oder so abgeben. Wie viel kostet der denn? Lohnt es sich, den abzugeben? 50.000, das ist so eine, das kann man locker abgeben, theoretisch, dass wir hier uns Futter sparen. Lahm ist auf jeden Fall auch out of the team, kann man auch abgeben. Wir geben hier ein paar High Rates ab. Ricken safe, Barnes safe. Das sind alles so Karten. Also eigentlich müssten wir locker hinkommen mit dem ganzen Futter. Okay, ich habe ein bisschen zu hoch gepokert. Wir müssen nicht mal ansatzweise so krasses Rating abgeben. Wir können auf jeden Fall safe noch 3 Leute raushauen. Hier die 3 Goldkarten nochmal. Boah, wow. Gerade macht ehrlich sehr Bock. Guck mal, was für ein Rating wir haben. Wir brauchen also Lahm und so müssen auf jeden Fall nicht weg. Nur der Tots muss da weg, damit wir den Tots auf jeden Fall voll haben. Dann können wir auf jeden Fall noch irgendwas downgraden. Vielleicht hier so ein 85er nochmal für einen Navas. Jo. Dann Kimmich nochmal raus. Jo. Okay, Groß klappt nicht mehr, aber safe Rodri klappt noch, oder? Yes, so geben wir es ab. Sehr cool. Wir haben auf jeden Fall noch sehr viel Futter. Und damit ist unsere erste SBC-Karte abgeschlossen. Pim Cahill, Superman, Legende von, der WM 2014. Ich glaube, das war WM 2014. Da war der Mann so gut. Wow, Design sieht natürlich geil aus. Bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob die Karte krass ist, aber die hat auf jeden Fall vielversprechende Stats. Deswegen den als Stoßstürmer mit Kolo Muani da drin. Da sehe ich ihn auf jeden Fall. Wir haben noch ein paar Duplikate, haben wir vergessen abzugeben. Aber der kann auf jeden Fall, sage ich, einiges. Hat auch 4 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot. Also im Sturm, da müsste er eigentlich liefern. Boah, Son ist schon eine sehr teure SBC. Ich hoffe, wir können uns danach Llorente noch leisten. Aber Hauptsache, wir kriegen hier Son. Hauptsache, wir kriegen Son fertig. Wir geben dafür ab. Neves. Das müssen wir alles abgeben für ein 91er-Team. Und es fehlt noch ein Team of the Week. Nice. Also müssen wir hier noch ein Team of the Week kaufen. Super. Das ist halt echt, das ist halt das Belastende, ne, an diesen SBCs. Man muss sich Team of the Weeks kaufen. Das ist, Junge, wie teuer sind die? Das ist so eine Verarsche. Ich habe eine viel bessere Idee gehabt. Wir machen einfach diese Team of the Week Upgrade Packs. Da kriegt man Team of the Week. Muss man keine Coins ausgeben. Ist nur ein 84er-Team, was man abgeben muss. Konnte man auch die Duplikate abgeben. Und dadurch spart man sich 25.000 bis 30.000 Münzen. Schlau mitgedacht, Jenks. Super Move von mir. Gucken wir, was wir für ein Team of the Week hier kriegen. Packen kurz unsere Duplikate wieder hier ein. Verein. Oh, gerade, er wird ehrlich gemeistert, gebastelt, gebaut. Wie, ich fühle mich hier wie im Creative Mode von Minecraft oder so, ne? Nicht mal Walkout, ist egal. Ist egal. Wobei, ist gar nicht so egal. Wir brauchen eigentlich Rating. 83er ist gar nicht gut. Oh mein Gott. Gut. Okay, so geht's. So geht's auch. Lahm rein, Kimmich rein, die beiden raus. Passt. Geben wir so ab. Sehr, sehr nice. Sehr wichtig. Wir brauchen uns wirklich auch nur für eine weitere SBC noch in Inform. Der Rest geht auch ohne Inform. Oh, nice. Mir fällt auf, ich habe eben wieder ein viel zu hohes Team in diesem 81 plus Inform-Pack abgegeben. Ihr habt es mir letztes Mal schon in die Kommentare geschrieben, ist mir gerade eingefallen. Man braucht hier nur ein 82er-Team. Ich bin immer von dieser 84 so verwirrt, dass ich hier ein 84er-Team abgeben will. Aber jetzt habe ich es richtig gemacht. Mal gucken, was wir jetzt hier draus ziehen. Ich hoffe, ein bisschen höheres Rating. So 85, 86 würde mir schon reichen. Hauptsache nicht zu low, weil man sonst immer so viele noch mehr High-Rated-Spiele abgeben muss, als sowieso schon. Deswegen. Walkout wichtig! Also 84 plus England. Forward. Ah, okay, nicht so. Nice. 84er Sales. Genau so geht's. Ich muss hier leider Adeyemi abgeben, aber passt schon, der war ja eh nicht im Main-Team. Wir haben genug andere gute Spieler auf der Bank. Geben wir so ab. Und Son kommen wir näher. Nice. Cool. Nochmal ein schöner Spieler für die SBCs zum Mitnehmen. Fagioli. Super, 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 super. Das nehmen wir immer mit. Und der ist tradable. Und das ist wichtig. Den können wir verkaufen mit 12 Quicksellen für 10.000 Münzen. Das schmeckt uns. Nehmen wir mit. 89er Team auch abgeschlossen. Super. Geben wir auch ab. Das heißt, nur noch eine SBC trennt uns von Son. Hier müssen wir leider Bernardo Silva abgeben. Wir haben leider keine andere High-Rated-Karte mehr. Aber wir geben ihn ab, kriegen Son. Ist ein gutes Tauschgeschäft, würde ich behaupten. Wir haben noch ein bisschen Futter. Ich glaube, es wird aber
war eher kritisch mit Llorente. Aber immerhin Son ist schon mal da. Der hat 5-5 Super Stats. Der ist richtig krass im Game. Wir gucken uns das Team mal bis jetzt an. Oh, kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen. Llorente ist der Einzige, der fehlt. Ich versuche es möglich zu machen. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht einen Lever abgeben sollen, einen Neuer abgeben sollen. Oh, schwierig. Diese 500.000 Münzen könnten wir jetzt sehr gut für Llorente gebrauchen. Oder ich gucke mich kurz nach einer anderen Option um. Ich glaube, wir versuchen es einfach. 90er Team, 88er Team, 87er Team. Im Notfall muss er sich da irgendeine Goldkarte hinklatschen. Aber ich versuche hier auf jeden Fall das Beste rauszuholen. Deswegen, wir geben jetzt einfach alles ab, was geht für diesen Marcus Llorente. Wir packen Lever rein, auch wenn es sehr doll wehtut. Wir packen einen Klaus rein, damit wir hier auf jeden Fall viel Rating haben direkt. Und versuchen das Ganze damit ein bisschen Low-Rated-Karten aufzufüllen, dass wir hier die 90er SBC schon mal direkt weg haben. Digga, was braucht man noch? Fucking 90er Team. Okay, es wird schwieriger, als ich dachte. Wir müssen das alles abgeben. Wir geben es ab. Es tut wirklich weh, Lever und Klaus ziehen zu lassen. Kann sein, dass es eine dumme Entscheidung ist. Ich versuche, diesen Llorente hier fertig zu kriegen. Also es muss irgendwie geschehen. Bitte aus dem Pack jetzt einfach ein Walkout. So ein 87er, 88er. Wir haben halt noch 80.000 Münzen auf dem Konto. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber boah, es wird sehr hart, diesen Llorente fertig zu kriegen. Sag ich ehrlich. Zweiter SBC wird abgegeben. Es könnte sehr brüchig werden. Ich gebe mein Bestes, aber es könnte sein, dass wir hier am Ende keine Spieler mehr im Verein haben. Nur das Main Team. Aber ey, es ist Marcus Llorente 97 und ich will das Team ja fertig bekommen hier für den Mann. Deswegen muss hier auch ein bisschen investiert werden. Auch hier leider kein Walkout. Es wird hart, aber eigentlich 87er Team mit 80.000 Münzen vor allem noch sollte klappen. Ich habe gerade nachgeguckt, bei Footbin 75.000 Münzen soll es kosten und wir haben ja noch 1, 2, 3 Spieler im Verein. Wir usen können, also wir werden bestimmt 40.000, 50.000 ausgeben, aber dann haben wir immerhin Marcus Llorente und ja, die packen wir jetzt hier alle rein und dann graden wir einfach ab mit 90er Karten. Okay, so müssen wir es machen. Das sind circa 40.000 Münzen, die wir ausgeben. Das heißt, wir haben dann noch 40.000 Münzen über, können ihm vielleicht noch 1, 2 coole Subs für die Bank holen und Zinchenko zurückkaufen. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach die SBC fertig und wir sehen uns dann beim Team. Eine Ewigkeit später. Wir haben es irgendwie geschafft. Marcus Llorente, 97er. Wehe, du bist nicht gut bei ihm. Wehe, du bist nicht gut. Der Typ, also eigentlich ist er immer ein Brecher. Deswegen, er kann nur gut sein. Oh, zum Glück haben wir ihn geschafft. So sah das Team vorher aus. Und so sieht es jetzt aus. Oh mein Gott, es ist einfach komplett pink geworden. Wir haben Zinchenko eingebaut, der nicht so cool ist. Aber er musste rein. Weil wir keine Coins mehr hatten. Llorente 97er SBC abgeschlossen. 96er Son abgeschlossen. Wir haben Kolo Muani eingebaut. 95er Kale abgeschlossen. Und Simons gezogen. Einfach nur, finde ich, ein sehr geiles Upgrade geworden im Endeffekt. Auch wenn wir viele Spieler leider dafür gehen lassen mussten. Aber ich sag mal so, Leute. Für diese geilen Karten. Er kann jetzt ein richtig geiles 4-2-2-2 einstellen. Das mache ich ihm jetzt auch noch eine kurze Taktik hier. Hier 4-2-4 ist es nicht. Und zwar würde ich es genau so spielen, Bro. Hier. Cahill auf jeden Fall mit Kolo Muani in Sturm. Ganz einfach hier. Cahill hat 5 Sterne Weakfoot, der kann dann auch links. Son links, rechts Simons. Martial, Llorente, beide auf der 6. Ganz einfach. Die beiden auf jeden Fall hier die Mitte abdecken. Ganz wichtig, die müssen nicht mal hinten bleiben. Die müssen einfach nur die Mitte abdecken. Die Außenverteidiger bleiben auch hinten. Hier ausgeglichen. Breite bisschen enger, bisschen weiter nach vorne. Hier alles ausgeglichen. Dann natürlich auch bisschen mehr Breite. Hier 2, hier 1. Hier passt das so. Und damit hast du jetzt auch schon eine Taktik von mir eingestellt bekommen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr die Verbesserung findet, was ich hätte anders machen sollen. Ich sag ehrlich, ich weiß, es war gerade ein bisschen nicht so geil, dass wir hier alles für Llorente abgegeben haben, aber er ist Key Player in diesem Team, finde ich. Weil dieser Mann auf der 6 wird alles auseinandernehmen. Ja, ich würde sagen, die nächste Position, die du jetzt hier vornehmen musst, Bro, ist auf jeden Fall der Elfer und eventuell noch den Keeper austauschen. Ansonsten finde ich das Team jetzt eigentlich ziemlich cool. Ich bin hier auf jeden Fall fertig. Ich hätte gerne die 500.000 Münzen aufgeladen, dann hätten wir auf jeden Fall noch einiges mehr draus machen können, vernünftigen Linksverteidiger holen können, einen besseren Keeper, eventuell statt Kolo Muani dann nochmal einen heftigen Stürmer für 200, 300.000 Münzen. Aber so, finde ich, haben wir auch einiges draus gemacht. Es war halt, wie gesagt, nicht meine Schuld. Der Transfermarkt ist leider nicht offen, können wir nicht leider zugreifen drauf. Das dauert immer ein paar Tage bei EA und das Video kommt ja immer sonntags online, deswegen kann ich da leider jetzt vorher nichts mehr machen. Aber ich finde, wir haben es gut hinbekommen dafür. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und wie gesagt, wenn du der Nächste sein möchtest, und wie gesagt, wenn du der Nächste sein möchtest, dann schreib mir auf Instagram, folgt mir da, jenk_r, Link in der Beschreibung. Ich bin raus. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.